Lady Gaga wurde durch ihre auffälligen Auftritte berühmt. Erinnert ihr euch zum Beispiel noch an das Kleid aus rohem Rindfleisch, das sie 2010 zu den MTV Video Music Awards trug? Ein Jahrzehnt später hat sie sich als ernstzunehmende Künstlerin etabliert. Eine, die für ihr unermüdliches Streben nach Gleichberechtigung und ihren offenen Umgang mit psychischer Gesundheit weltweite Anerkennung verdient. Ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen, Depressionen, posttraumatische Belastungsstörung und chronische Schmerzen hat sie mit der Welt geteilt. Damit hat sie Betroffenen eine Stimme verliehen. Das Online-Magazin Bustle hat Gagas inspirierendsten Zitate über psychische Gesundheit zusammengetragen. Das sind ihre 8 besten Ratschläge zum Thema Mental Health. Nummer 1. Depression nimmt dir nicht deine Talente. Depression nimmt dir nicht deine Talente, es macht sie nur schwerer zu finden. Aber ich finde sie immer. Ich habe gelernt, dass meine Traurigkeit nie das Großartige an mir zerstört hat. Du musst nur zu dieser Größe zurückkehren, das kleine Licht finden, das übrig bleibt. Nummer 2. Lass uns den Müll gemeinsam loswerden. Ich bin hier, weil ich viele Leute sehe, die Geheimnisse haben, die sie töten. Aber weißt du, wir wollen nicht, dass du deinen Schmerz im Inneren behältst und ihn wie einen alten Apfel auf deiner Arbeitsplatte verrotten lässt. Wirf einfach den ganzen Müll weg. Lass uns ihn gemeinsam loswerden. Nummer 3. Wir sind gleich. Wir sind gleich. Wir gehen alle mit unseren beiden Füßen auf derselben Erde. Und wir sind zusammen dabei. Nummer 4. Worte sind die billigste und beste Medizin der Welt. Ich glaube, dass Worte die billigste und vielleicht beste Medizin der Welt sind. Freundliche Worte. Positive Worte. Worte, die Menschen helfen, die sich für eine unsichtbare Krankheit schämen, ihre Scham zu überwinden und sich frei zu fühlen. Nummer 5. Mit psychischen Erkrankungen ist viel Scham verbunden. Mit psychischen Erkrankungen ist viel Scham verbunden. Das ist ein Teil von mir und das ist in Ordnung. Nummer 6. Bitte schmälert in dieser Zeit nicht eure psychische Gesundheit. Bitte schmälert in dieser Zeit nicht eure psychische Gesundheit. Es ist so wichtig, dass ihr euch um das kümmert, was in eurem Kopf und in eurem Herzen ist. Nummer 7. Wir müssen unsere Geschichten teilen. Wir müssen unsere Geschichten teilen, damit die globale psychische Gesundheit nicht länger im Dunkeln liegt und eitert. Nummer 8. Wir können es uns nicht länger leisten, durch Stigmatisierung zum Schweigen gebracht zu werden. Wir können es uns nicht länger leisten, durch Stigmatisierung oder fehlgeleitete Ideen zum Schweigen gebracht zu werden, die diese Bedingungen als eine Frage der Schwäche oder des moralischen Versagens darstellen.